Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor ein paar Wochen habe ich ein Paket von Yepoda erhalten mit einigen coolen Skincare-Produkten. Die habe ich jetzt über die Zeit getestet und wollte euch einmal meine Skincare-Routine zeigen. Ich liebe Skincare, für mich ist das eine Zeit, die ich mir selbst schenke, wo ich mich pflege und mir selbst etwas Gutes tue. Ich mag die Produkte von Yepoda sehr gerne. Sie sind sehr sanft auf der Haut und ich vertrage sie sehr gut. Was ich in letzter Zeit nochmal gemerkt habe, was mein Hautbild enorm verändert hat, ist, dass ich wirklich darauf achte, das Double Cleansing zu machen. Also erst eine ölbasierte Reinigung zu nutzen und dann eine Gelreinigung. Und damit starte ich jetzt auch direkt. Ich nutze hier den The Calm Balm. Da ich jetzt ungeschminkt bin, nehme ich einfach nur ein kleines bisschen. Wenn ich Make-up drauf hatte, dann nutze ich ungefähr die doppelte Menge. Das reibe ich dann so in den Händen warm und dann massiere ich es auf mein Gesicht. Ich mache das sehr sanft und dann nehme ich mir ein kleines bisschen Wasser und massiere das weiter ein. Ich habe mein Gesicht jetzt abgewaschen und jetzt kommt der zweite Step vom Reinigungsprozess und ich nehme hier so einen Pumper vom The Bubble Double. Das massiere ich dann auch auf meine Haut. Ich achte auch immer darauf, dass ich ganz sanft zu meiner Haut bin und nicht aggressiv darauf rumreibe. So, das gehe ich jetzt kurz abwaschen. Ich lasse mein Gesicht immer noch ein kleines bisschen feucht, damit die Haut einfach besser gepreppt ist für die nächsten Steps. Seit ich das Double Cleansing mache, merke ich einfach, dass meine Haut viel reiner geworden ist. Ich hatte früher schon manchmal so kleine Unterlagerungen auf der Stirn. Mittlerweile sind die so ziemlich weg. Ich reinige mein Gesicht immer abends und morgens nutze ich dann entweder nochmal den Schaum oder nur Wasser. Und dann nutze ich The Mist Have. Ich liebe übrigens auch die Namen von denen. Davon spritze ich einfach ein bisschen in mein Gesicht. Und dann nutze ich, das nutze ich übrigens schon so lange, The Repair Hero. Das ist ein Niacinamide-Serum. Die Flasche hier ist auch schon fast halb leer und die andere habe ich schon aufgebraucht. Ich mag das unheimlich gerne. Das ist super sanft und spendet sehr viel Feuchtigkeit. Und Niacinamide sind ja sehr gut für die Hautebenheit. Ich mache mittlerweile auch gar nicht mehr so viele verschiedene Steps, sondern halte das relativ reduziert, weil ich gemerkt habe, ich brauche gar nicht 10 verschiedene Serien benutzen. Das überfordert die Haut ja eigentlich eher nur. Sondern in der Regel benutze ich einen Toner, ein Serum, eine Creme und tagsüber auf jeden Fall immer einen Sonnenschutz. Und da benutze ich jetzt die The Make My Day Cream. Ich nutze da immer so 1,5 Pumper und dann trage ich die auf dem gesamten Gesicht auf. Die Creme fühlt sich auch super angenehm an. Die spendet viel Feuchtigkeit, zieht angenehm ein auf der Haut. Also es ist nicht direkt verflogen, aber man hat auch nicht so einen dicken Film. Und als letzten Step heute mache ich ein bisschen Gua Sha. Dafür nutze ich The Glow Hero. Das ist ein Ölserum. Und Leute, das riecht so gut. Davon nehme ich so 2 bis 3 Tropfen. Und presse das dann so auf meine Haut. Und dann habe ich hier meinen Rosenquarz Gua Sha. Und damit kann ich dann total einfach auf der Haut lang gleiten. Da ist es nämlich total wichtig, dass man ein Öl vorher benutzt. Ansonsten kann man die Haut total stark irritieren und es tut dann eben nicht das, was es tun soll, nämlich den Lymphfluss anregen, sondern kratzt einfach quasi nur auf der Haut rum. Wascha ist für mich irgendwie so die ultimative Pamper-Zeit. Es tut einfach total gut.
Morgens habe ich immer ein extrem aufgedunsenes Gesicht und ich merke dann, immer wenn ich regelmäßig das Gesicht so massiere, dass es besser ist und nicht ganz so stark anschwillt. Vor allem bei der Augenpartie ist es dann natürlich wichtig, dass man ganz sanft und vorsichtig ist. Und das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Meine Haut fühlt sich unglaublich gut an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr Yepoda mal ausprobieren wollt, habe ich auch einen Code für euch. Mit Sophia30 könnt ihr 30% sparen. Der Code gilt für die nächsten 2 Wochen. Also klickt gerne in die Infobox. Ich habe euch den Link dort auch hinterlegt. Was ich besonders toll finde, ist, dass Yepoda eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie anbietet. Ich finde das eine super Sache, gerade bei Skincare, weil jede Haut ist anders, jeder reagiert anders auf Produkte. Ich persönlich mag bisher alle Produkte sehr, sehr gerne. Meine Haut liebt sie. Sie sind sehr sanft und haben gute Inhaltsstoffe. Aber ich finde es wichtig, dass man einfach die Chance hat, selbst auszuprobieren. Und 30 Tage ist da auf jeden Fall ein guter Zeitraum. Und es bietet ja nicht jede Firma an. Das finde ich schon sehr gut. Also probiert es gerne aus. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!